Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki New Television mit Daily, deiner Tagesdosis Angeberwissen. Der Aufschneider hier, das ist der Pujan und ich bin der Sashi und wir sprechen heute über den 23. Oktober. Und zwar 1940. Achso, 40, ja genau, weil da hat Pelé hat nämlich Geburtstag, die alte Pelle. Die alte Pelle hat Geburtstag. Ja, Pelé hat Geburtstag. Genau. 1940 ist er geboren. Hoppla. Und er heißt eigentlich? Wie heißt er eigentlich? Edson Arantes do Nascimento. Gesundheit. Ja. So Edson Arantes do Nascimento. Ja. Kann man sich doch leicht merken. Und Edson Arantes do Nascimento. Edson Arantes do Nascimento. Wie kommt man auf Pelle? Das war ein Spitzname, würde ich sagen. Ja. Danke für diese Eingebung. Zurück ins Studio. Weltfußballer des 20. Jahrhunderts ist er gewesen und vom IOC auch gewählt als Sportler des Jahrhunderts, also des 20. Jahrhunderts. Das war richtig krasse Sau auf dem Platz. Der war, glaube ich, ganz gut. Der war mehr als ganz gut. Ja. Von einer sportlichen Höchstleistung zu einer niederträchtigen Niedrigstleistung. Und zwar am 23. Oktober 2002 wurde nämlich dieses Laptop weggeschmissen, weil es nicht reagiert. Das Moskauer Musical Nordost von Tschetschenen erstürmt. Das war das Ding. Erstürmt und Zuschauer und Darsteller wurden als Geiseln genommen. Und das Geiseldrama wurde von russischen Spezialeinheiten beendet. Auch da gab es jede Menge Kritik im Anschluss, ging durch die Presse wie die Hölle. Und warum? Ganz einfach deshalb, weil bei dem durch die Terroristen eingesetzten Giftgas insgesamt 128 der über 800 Geiseln gestorben sind und 41 der tschetschenischen Terroristen wurden erschossen. War ein scheiß Tag, hätte nicht sein müssen, muss man nicht machen. Und damit zurück ins Studio. Nee, Moment. Am 23. Oktober ist aber auch Nationalfeiertag in Ungarn. Ja, klar. Ja. Das weiß man noch. Zum Gedenken des Beginns des ungarischen Volksaufstandes 1956. Fischers Fritz. Ja, Fischers Fritz, Fisch. Was gibt's alles aus Ungarn? Was? Ungarn, was gibt's da alles? Was ist dir bekannt aus Ungarn? Was ist die Hauptstadt von Ungarn? Budapest. Das war nochmal Glück gehabt. Ich habe überlegt, ob Bukarest oder Budapest. Aber Bukarest ist Rumänien. Das muss man erstmal drüber nachdenken. Oh, jetzt sammeln wir aber extra Punkte. Die Salami natürlich. Und die Frau. In Ungarn? Naja, ich glaube, egal wo du hinfährst, sagst du überall, oh, die Frauen. Die Frauen. Ja. Hauptsache Frauen. Ziehst du gerade eine oder was? Ja. So, was ist noch passiert? Am 23. Oktober 1955 haben 68% der abstimmenden Saarländer, du weißt, wo das Saarland ist? Ja, wo die Frauen so. Wo die Frauen so. Haben ein Referendum abgelehnt, und zwar das des Saarlands Saarstatus. Und zwar durch diese Ablehnung haben sie den Weg freigemacht, dass das Saarland den Anschluss zur Bundesrepublik gefunden hat. Und weißt du, was das hier ist? Ja. Was? Eine Flagge. Aber was für eine? Eine niederträchtige Fragenflagge. Das ist die saarländische Flagge. Guckst du blöd, ne? Nee, ich guck gerade nochmal. Blöd drüber. Nee, du guckst immer blöd scheinbar. Ah, ja. Saarland. Ja. Da gibt's Saarbrücken. Und die Frauen. Oh, Saarland ist auch, gerade für dich, du stehst auch auf französische Accent. Und die französische. Ja, genau. Ja. Das war der 23. Oktober, ist mir scheißegal. Das war der 23. Oktober. Zack. Wir müssen jetzt aufhören, weil wir müssen rüber ins Saarland. Oh. Cheerio, Miss Sophie.